Tag ihr Nasenbären und herzlich willkommen zu meinem Silvester-Let's Play. Und zwar, wir spielen Gabar Garage von die Ludolf. Es ist jetzt ein kleines Silvester-Special. Sammeln wir erstmal die Teile ein, weil ich habe das Tutorial habe ich schon gespielt, das habe ich euch sozusagen erspart, dass ihr euch damit schon mal nicht mehr rumquälen müsst. Ja. Jetzt werden wir uns erstmal unsere Bude einrichten hier. Und zwar bewegen wir das Teil hier darunter. Dann diesen Briefkasten. Stellen wir neben dran. Und das bewegen wir mal hier runter erst einmal als Zwischenspeicher. Dann müssen wir das hier noch wegbekommen. Aber das geht gerade nicht, weil das Auto noch am Zerlegen ist. Ja, wir können hier auch unser Ding, halt hier unten. Wir können hier auch unseren Avatar ändern. Und alles. Wie wir sehen, wir haben zerlegte Fahrzeuge und jetzt zwei Stück. Und ja, jetzt gehen wir mal auf Errungenschaften. Denn ich habe beim Tutorial haben wir dieses Ereignis bekommen, kaufe dein erstes Schrottauto. Und es gibt hier, wie ihr noch seht, jede Menge Sachen, die wir da erledigen können. Also da ist noch so viel zu tun. Ja, Profil werden wir jetzt mal gucken, ob wir einen guten Avatar finden. Die schaut immer richtig geil aus, hä? Ja, ich glaube, da meine Freundin ja auch rothaarig ist, nehmen wir die jetzt als Avatar, weil der schaut ja hässlich aus, der Glatzkopf. Der schaut auch behindert aus, den wollen wir nicht. Ja, der schaut auch wieder blöd aus und nehmen wir dich auch nicht dazu. Werden wir einen auf meinem Freundin-Style machen, also meine Freundin ihren Style in der Art. Ja, das Auto ist gleich fertig. So, dann können wir hier die Sachen einsammeln. Ich weiß nicht, ob man das Geklicke hört, das muss ich dann selber erst überprüfen. Da hier ja keine Musik oder irgendwas spielt. Und man die halt in einem leider nicht einschalten kann. Haha, habt ihr das gerade gesehen, wie schnell der hier gedonnert ist? Was nenne ich mal LKW mit Formel 1 Motor. So, stopp mal, wir wollen ja das Ding noch versetzen. Das setzen wir jetzt mal hier rüber, dass wir hier hinten unsere Garage reinstellen können. So, schon ins Eck rein. So, hier stellen wir es ab. Und das Teil hier, also die Bühne hier, können wir direkt daneben stellen. Dann können wir nämlich hier entlang die Parkplätze machen. Hier mal 2, 3, 4 Bühnen hinbauen. Und dann werden wir uns ja eh vergrößern können. Ha, wir brauchen Energie. Ja, das ist das kleine Problem hier in dem Spiel, dass die hier mit Energie spielen. Und daher leider oft das Problem ist, dass die Energie flöten geht. Ja, dann werden wir uns jetzt erstmal auf den Verkauf konzentrieren. Von unseren Teilen. Oh, Batterie für 8. Motor für 136. Das sind gute Deals, die wir hier abschließen. Und jetzt sind wir schon plus. Das heißt, wir könnten über 60 plus machen. Das ist doch schön. Dann das nächste Auto gleich verkaufen. Batterie für 11. Schreiben für 50, das ist schon mal gut. Bremsen für 18 geht auch. Das geht auch. 114 hierfür. Und 86 hierfür. Und wieder 58 gewinnen. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, weil da
da das die erste Folge ist, werden wir uns jetzt einen Energiedrink holen, dass wir weitermachen können. Weil ich will ja nicht, dass das Let's Play zu kurz ist. So, was haben wir für Möglichkeiten? Wir haben hier einmal eine Arena, die erst ab Level 10 verfügbar ist. Wir haben hier unten das Haus der Ludos, das ist aber, dass wir erst ab Level 4 die Quests machen können. Was haben wir noch? Wir haben den Bazaar, auch erst ab 10 verfügbar. Und wir haben den Hobbyraum. Aber den können wir noch nicht zusammenbauen, weil wir noch keine Teile haben. Muss man mal gucken, wo man die Teile herkriegt. Ja, da bloß Teile. Okay, da müsste man so Pakete kaufen. Das machen wir jetzt aber nicht, weil wir da keinen Bock drauf haben. Wir wissen ja auch nicht, was uns das dann bringen soll, wenn wir da so ein Teil auf dem Gelände stehen haben. Ja, ich denke mal, hier werden wir unsere Garage entsprechend erweitern können, unseren Platz halten. Wir haben diesen grauen Platz, wo wir drauf die Gebäude stellen dürfen. Ja, dann haben wir hier die, wie schon gesagt, die Arena und halt hier die anderen Gebäude. Aber naja, vielleicht kommt ja hier noch irgendwas dazu oder hier. Weiß man nicht. Aber im ersten Moment müssen wir jetzt erstmal hier so arbeiten. Ja, hier sperren wir jetzt erstmal alles, weil wir das Zeug erstmal sammeln wollen. Wir wollen jetzt erstmal sammeln und dann irgendwann, wenn wir mal notgedrungen sind, verkaufen wir die ganze Sache hier. Ja, unser Auto ist jetzt gleich wieder fertig, dann können wir das Auto wieder einsammeln. So, und dann haben wir gleich dieses Fahrzeug auf die Rampe. Ja, hier unten hat man ab Level 5 hat man auch schon einen Schwarzmarkt. Da ich das Spiel auch schon mal gespielt habe, weiß ich, dass man in den Schwarzmarkt hier sich Fahrzeuge kaufen kann. Die dann hier auf die Dinger drauf kommen, auf die Parkplätze. Und ja. Schauen wir mal, was wir noch für Möglichkeiten haben. Dekoration brauchen wir nicht. Schilder. Für die Tiere. Wir könnten uns ein Cameo dran stellen. Und da war wieder unser LKW mit Formel 1 Motor. Ja, wir werden uns dann später mal hier ein Upgrade holen. Aber das brauchen wir jetzt noch nicht machen. Und schauen wir mal, was kriegen wir für das Ding. Na, das ist zu wenig. Dann lassen wir es einfach stehen. Ja. Was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich zum Kaufen von irgendwas. Nachrichten haben wir keine. Du musst mindestens Level 12 sein, um einen Club zu gründen. Ja, hier haben wir die Möglichkeit, einen Club zu gründen. Das werde ich tun. Wenn ihr Level 12 sind. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne euch auch bei diesem Spiel zusätzlich anmelden. Wenn ihr Internet oder einen Computer habt. Und dann können wir auch gerne gemeinsam dieses Spiel spielen. Wäre natürlich schon lustig, da so ein gemeinsames Let's Play zu machen. Und ja. Unser Auto ist fertig. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, im Hintergrund hört man immer wieder dumpfe Schläge, wenn die Leute draußen böllern. Weil das geht jetzt schon wieder los, das Geböllere. Ja, Motor für 123 verkauft, das ist ein verdammt guter Preis.
Auch die Batterie mit 14. Jetzt schauen wir mal, dass wir alles möglichst zu einem hohen Preis loswerden. Und möglichst viel Gewinn einfahren. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber wenn man ein bisschen Geduld hat, kriegt man mehr Kohle zusammen. Oh, 109, so. Hier weiß ich, dass hier auch über 100 Euro möglich sind, aber 50 für die Felgen, das ist auch gut. Und die 47 hier. Ah toll, jetzt haben wir bis 38 gekriegt. So. Und wenn wir jetzt hier über 100 rauskriegen, haben wir einen Gewinn von sogar 80. Ah, das geht auch. 78 Gewinn. Für die ganze Chance hier. Und wir haben genau 450 für bekommen. Das Ganze probieren wir jetzt bei diesem Fahrzeug auch nochmal. Und gleich mal 121 für die Karosserie als Verkaufspreis gesaved. 11 für die Batterie. Na, das hat er jetzt nur für 5 verkauft. 126 für den Motor. So, jetzt schauen wir mal, wo wir da vielleicht noch die Möglichkeit haben, nochmal eben mehr abzustauben. Nein, ah toll. Wollte ich eigentlich für 53, wollten wir jetzt eigentlich hier die Felgen verkaufen, hat leider auch nicht geklappt. Dafür haben wir jetzt hier die 19 gesaved. Und jetzt schauen wir mal, 101 für den Tank. Und was kriegen wir hier? (lacht) 35 ist uns noch zu wenig. 49 verkauft. 80 Gewinn. Eine perfekte Sache. Ja, dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen bei diesem Let's Play. Ja, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ob ihr noch mehr von dieser Folge hier sehen möchtet, von dieser Aktion. Ich werde wahrscheinlich noch weiter ein paar Let's Plays machen. Wenn es euch gefällt, werde ich natürlich um einiges mehr an Let's Plays hier machen. Und wie schon gesagt, hier könnten wir ein Abonnenten-Special machen, sobald ich Level 12 habe, dass wir einen Club gründen und dass wir dann gemeinsam spielen können. Vielleicht in der Arena oder sowas, das weiß ich noch nicht. Und den nehmen wir jetzt in diesem Let's Play, nehmen wir noch schnell den Speedy Gonzales an. Und wir sind aufgestiegen auf Level 3. Also, dann bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.